Heute geht's um den heiligen Franz, Franziskus, Franz von Assisi. Ein sehr beliebter Heiliger. Gerade im Moment ist er auch wieder ganz en vogue, denn mit seiner Nähe zu Schöpfung und seiner Naturverbundenheit ist er sozusagen, ja, ich sag mal, der Schutzpatron der Ökologiebewegung geworden. Oder, wie wir Christen sagen, für die Bewahrung der Schöpfung. In seinem berühmten Sonnengesang spricht er von der Erde als Mutter, vom Wasser als Schwester. Also ein ganz großes Lob auf die Schöpfung und eben zur Erhaltung der Schöpfung. Es wird auch erzählt, dass er mit den Vögeln reden konnte, dass er einen Wolf gezähmt hat. Also, wenn man so will, ganz in unser Franziskus. Hier in der Josefskirche in Koblenz wird aber an eine andere Geschichte erinnert von unserem Franz, die auch viel über ihn aussagt. Franziskus ist 1182 so rum in Assisi geboren. Er hatte reiche Eltern, sein Vater war Tuchhändler. Und es ist überliefert, dass er in seiner Kindheit und Jugend gar nicht so frömmlerisch war, sondern das Geld seines Vaters auch für ein sorgenfreies Leben nutzte. Dann allerdings kam ein Krieg zwischen Assisi und Perugia und er hat gekämpft und war fast 2 Jahre in Gefangenschaft in Perugia. Und diese Zeit, dieses Erlebnis von Krieg und Gefangenschaft hat ihn doch zum Umdenken gebracht. Er kam nach Hause, der Vater hat ihn ausgelöst, aber fürs Geschäft hat er sich nicht mehr interessiert. Er hat sehr viel gebetet, hat eine Kapelle errichtet und hat ein ganz anderes Leben geführt. Und als er dann, um diese Kapelle zu errichten, noch Geld vom Vater nutzte, da wurde es dem Vater zu bunt. Er hat ihn verklagt vor Gericht und diese Versammlung war öffentlich, auf dem Platz. Und was macht Franz? Er geht hin, zieht sich nackt aus, legt die Kleider zu Füßen seines Vaters und sagt: Ab jetzt nenne ich nur noch einen Vater, und das ist der im Himmel. Dein Geld und deine Kleider brauche ich nicht. Ja, eine sehr ausdrückliche Geschichte, wo er klar macht, was ihm jetzt wichtig ist. Und ab dieser Zeit hat er radikal ernst damit gemacht. Absolute Armut und Geld, was er hat, was er bekommt, immer wieder für die Armen einsetzen. Und so ist er als Wanderprediger durch die Lande gezogen. Viele, viele Leute, viele junge Leute haben sich ihm angeschlossen. Und aus dieser Bewegung, ja, man spricht von der franziskanischen Armutsbewegung, wurde ein großer Orden, den es heute noch gibt. Und immer wieder bilden sich neue Gemeinschaften mit den Idealen des heiligen Franz von Assisi. Ja, Franz hat so ein bisschen gezeigt, wenn man sich vom Geld loslöst, wenn man sozusagen mit dem Fuß dagegen tritt und sagt, brauche ich nicht, dann ist man nicht käuflich. Man kann seine Richtung beibehalten. In der Ökologiebewegung auch ganz wichtig, dass man ernst macht mit Bewahrung der Schöpfung und sich nicht irgendwie in die Versuchung kommt, dass dort dann man doch käuflich wird. Ja, Franz ist am Abend des 3. Oktober 1226 gestorben. Und deshalb ist der 4. Oktober, weil der Vorabend gilt immer schon zum nächsten Tag, sein Gedenktag. Also am 4. Oktober kann man ganz besonders an den heiligen Franziskus Franz von Assisi denken.